Guten Abend, gute Nacht für euch alle. Nummer 320. Heute ist Freitag, also noch Freitag, Freitagabend, der 19. Februar 2021. Frau Momo ist mal wieder dabei. Guten Abend. Ja, sie musste mich den ganzen Abend, nicht den ganzen Abend, sondern den ganzen Tag entbehren, fast den ganzen Tag. Und da hat sie sich gesagt, jetzt spricht er auch noch sein Gedicht ein, also er will ich wenigstens mal auf seinem Schoß sitzen. Ja, das darf sie, natürlich darf sie das. Man darf sich das Gedicht mit anhören, das ich wieder ausgesucht habe. Das ist ja das Schöne, dass ich das immer aussuchen darf, dass mir niemand reinredet. Das müsst ihr ertragen. Und so geht das auch weiter. Es gibt sicherlich Wiederholungen. Das Schöne ist aber auch, dass ich bei manchen Sachen dann gar nicht mehr viel dazu sagen muss. Und hier bei dem Gedicht ist es so, dass ich ja immer noch ein bisschen am Winter hänge. Das gebe ich zu. Ja, also ich möchte schon, dass es nochmal schneit. Das Gedicht hier heißt Schneelicht, denn es gibt schon noch ein paar vereinzelte Schneehaufen und so zusammengeschoben, ganz schmutzig, fast weggetaut, aber sie halten sich noch. Auch bei, morgen soll es 15 Grad werden, weiß ich nicht genau. Jedenfalls in der Sonne war es natürlich schon wunderschön. Schneelicht von Eva Strittmatter. Und das fängt ganz schön an. Ich vertagte das Leben, ich floh vor Gedichten. Und alles wegen Erfüllung von Pflichten. Ja, ich auch. Nach Senfberg fahren und wieder zurück. Schneelicht und Sonne, die mittaglich scheint. Ja, an der Probe, da habe ich dann immer so aus dem Fenster mal geguckt, heimlich. Da schien die Sonne rein, das war schön. Und am Nachmittag habe ich sie noch ein bisschen abbekommen. Was ist schon mit dem Wort Pflichten gemeint? Das meiste daran ist nur Konvention. Zur Pflicht hochgeredet im Predigerton. Die swisselnden Vögel im schneelichten Blau, sie fliegen noch. Und es dämmert schon grau. Eine Stunde zurück im Hochmittagslicht schmolz Schnee von den Bäumen und traf mein Gesicht. Ja, habe ich ja gesagt, bei der Probe dann immer so ein bisschen rausgelunzt. Ich hielt es entgegen dem sprühenden Staub und roch zum Auges grünendes Laub. So ging ich hin. Vergaß alle Pflicht und lebte mein Leben. Da war es Gedicht. Das kann natürlich nur Eva Strittmatter so schreiben, weil das natürlich dann wirklich Gedicht geworden ist. Also gedacht habe ich das schon alles heute, was sie geschrieben hat. Aber sie hat es so toll in eine Form gegossen. Ich wünsche euch einen noch herrlichen Freitagabend und natürlich eine gute Nacht. Momo hat sich schon sehr, sehr, sehr gemütlich gemacht hier bei mir auf dem Schoß und schnurrt leise vor sich hin. Vielleicht wird das durch das Handy-Mikro ein bisschen übertragen. Ich wünsche euch wirklich alles Gute. Bis morgen.